So, Süßigkeiten, Tierlistiger, komm. So, geil, schmeckt, okay, geht so, ekelhaft, kenne ich nicht, okay. Okay. Oh, Maxomix, das sagst du? Geht so. Maxomix geht fit auf jeden Fall. Ist okay, Maxomix ist okay. Ich mag Maxomix eigentlich, ist ganz cool. Aber was sagst du, Leibniz Butterkeks denn normal? Nee, geht so, ne? Der Schoko-Dings ist krass. Es geht so, Digga. Schoko ist okay. So, Capri-Sonne, Orange ist auch okay. Ja, was? Orange? Nee, ja, schmeckt ist, schon, finde okay. Ich. Was? Ja, Capri-Sonne, Orange finde ich ist, schmeckt schon. Also ich würde sagen, okay, aber okay, dann machen wir schmeckt. Ist schon lecker. So, Haribo. Irgendwas Zitrone. Irgendwas ich noch nie gegessen, kenne ich nicht. Was ist das für ein Eis, ja? Wow, man sieht deinen Kopf nicht mehr in den Kamera. Ach so, dieser Dings-Eis. Ja, dieser komische Dingsbums-Eis. Ist nicht ekelhaft, aber ist jetzt auch nicht so der Burner wie Tina Turner. Heißen die UFOs? UFOs? Ich weiß nicht, ja. Diese UFOs. Ah, Digga, die mit Dings-Füllung drin, genau, ne? Genau, diese wurde. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das würde ich auch bei ekelhaft reinmachen, ja? Trollis, Würmer, Digga, schmeckt. Was sagst du? Schon schmeckt, ne? Schmeckt richtig. Findest du richtig ja, krass? Ich würde sagen, okay, weil, Digga, diese bei sauren Sachen bin ich eher bedeckt, ja. Ich auch, aber die Trollis mag ich. So Duplo, für mich Duplo ekelhaft. Echt? Real Talk, für mich Duplo ekelhaft, für dich? Geht so, ist auch nicht krass, ich hätte nie Duplo. Wenn mir jemand Duplo sagt, geben würde ich sagen, nee. Für mich ekelhaft, also lassen wir ja, bei ekelhaft, ne? Ekelhaft einfach. Ich schwöre, Duplo ist, mag ich gar nicht. Duplo ist echt ekel, Jungs. Nee, ess kein Duplo, vertraue. Trolli mit Mini-Burger. Mini-Burger, Digga, die sind Legende. Die sind geil, Alter, Mann. Damals, geil. Man hat richtige Kombinationen gemacht ja, und so, Digga. Man hat Doppel-Cheeseburger und so gemacht. Solche Geschichten, Digga. So, Mentos ist okay. Obwohl, ich kenne die gar nicht nur so, ja? Deswegen mach schon. Deswegen, lass mal, kenne ich nicht. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne die. Perfekt. Ich nicht. So. Aber was willst du? Ja. Ja, egal, das kenne ich nicht. Ist das Gleiche. So. Koala-Bär. Koala-Bär, ich schwöre, eklig. Ja. Finde ich eklig. Koala-Bären sind so eklig. Hört auf, Koala-Bären zu essen. Falscher Weg. Nimm zwei Soft. Ah, ist okay. Ist okay. Nimm zwei Soft, ist okay, Digga. Ist cool. Kann man machen ab und zu, aber zu viel davon geht nicht fit. Das unten ist so ekelhaft, Digga. Ich hab vergessen, wie das heißt. Was ist das? Dieses, was ineinander gedreht ist und die haben so komische Konsistenz. Das nee, ist so das ist eklig. Das ist eklig. Kennst du das? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist so eklig. Ich weiß schon, was du meinst. Twist, ja, genau. Aber nicht Twister, aber so anders. Ja, ich weiß schon, was du meinst. So das ist auf jeden Fall nicht lecker, Digga. Boah, also mein Ding auf jeden Fall nicht. Meins auch nicht, ich bin da eher bedeckt. Der Nappa auch, finde ich. Kenn ich nicht. Das ist die Schokolade. So eklig auch. Ah, Dicker! Bruder, wenn man St. Martin singen gegangen ist, es gab Leute, die haben so einen sowas mitgegeben. Boah, eklig. Die sind eklig, ja. Das sind so Süßigkeiten, Digga, die sind einfach nur da so. Aber die isst keiner, weil die eklig sind. Ja. Das ist geil. Das ist geil. Ja, ist gut. Das ist geil, Digga. Ich mag süße Sachen. Das ist auch sauer, ne? Ja, ich mag saure Sachen gar nicht so krass, aber das ist wirklich geil, Digga. Ja. Diese Pizza da. Kenn ich nicht. Hab ich nie gegessen. Ich auch nicht. Hab ich schon gesehen, aber hab ich nie gegessen, diese Pizza. Noch nie gesehen. So wie das ist so wie dieser Burger halt. Hab ich aber nie gegessen. Lein, mag ich. Lein ist cool. Lein ist cool. Lein ist cool, Digga. Was sagst du zu Lein? Line ist cool, Line ist aber geil. Ja, geil, ja, also Line ist damals war St. Martin, Digga, ich hab's geliebt. Ich hab Line lange nicht dann gegessen, ich hab Line erst vor 3 Jahren oder so gegessen. Line ist geil. Ich hab geprobiert, boah, Alter, Line nur. Ich würde sagen, das ist geil, Line, ehrlich, das ist Alter. Geil, das ist schon geil. M&M's ist Quatsch. Außer die blauen, die sind. Schmecken die anders als die anderen? Ich glaube, die schmecken alle gleich. Die blauen M&M's und Schokolade sind so, Digga, die sind Katastrophe. Ja, mit Dings, mit Erdnuss-Dings geht noch fit so, aber mit Schokolade ist Quatsch. Digga, die blauen M&M's Crispy sind die besten. Crispy ist auch noch okay, deswegen. Ah. Ja, sind teuer, ne? Wie kosten die aber? 3 Euro oder so? Ja, dann die roten Schrott. Die roten Schrott. Die alle anderen finde ich ekelhaft. Skinner-Riegel ist, Digga. Für mich geil. Schmeckt. Ne, für mich ist geil. Ja, immer. Da können wir auch mal. Skinner-Riegel isst man gerne so. Ist okay. Wenn da ist, nimmt man sich, isst man so auf easy so. So, ey. Das ist meine Lieblings-Milka-Schokolade, muss ich sagen. Milka-Schokolade mit Oreo. Ja. Für mich geil. Finde ich? Auch. Milka-Schokolade mit Oreo ist heftig. Twix, Digga, ist auch eigentlich geil. Schmeckt Digga. Aber, nein. Wann hast du letztes Mal Twix gegessen? Lange her. Bei mir auch. Twix ist eigentlich. Ich kaufe mir nie so Süßigkeiten. Nie. Geht. Nie, also, ich kaufe mir eigentlich nie so Süßigkeiten. Wenn ich mir was kaufe, dann so Chips, aber Süßigkeiten. Ja, genau, ein Brioche und so. Ja, aber Süßigkeiten eigentlich nie. Ja, aber ist schon lecker eigentlich. Das schmeckt, finde ich. Twix ist geil. Ist Haribo Goldbeeren. Ja, das ist geil, ne? Ja. Haribo, Digga. Ihr wisst ja, es gab bei mir Zeiten, ich habe so oft alter Goldbeeren geholt, ne? Das kenne ich auch, ja. Ja, die sind so eklig, Digga. Ja, ja. Ich mag die nicht. Ja, dann das bei ekelhaft mal. Boah, das ist so Quatsch, Digga. Das ist Dekoration, das ist kein Essen. Das ist Deko.
Das Quatsch, Digga. Immer auf Kirmes und so, ja. Leute haben das geholt, um anderen Leuten eine Freude zu machen, aber es war immer eklig. Ich hab das, glaube ich, einmal in meinem Leben probiert, Digga. So ein Quatsch. Ich hab Schock bekommen. Oder das ist echt Dekoration. So viel Glasur und sowas. Mauern ist krass. Mauern ist geil. Mauern ist geil. Mauern ist schon geil. Mauern ist schon. Das geht schon in die richtige Richtung. Du kaufst so viel, dass hier anfängt weh zu tun. Ja, man kennt's. Mauern ist schon krass, Alter. Das ist eklig. Ich kenne das. Ich habe das schon gegessen. Doch, ich habe das schon mal gegessen. Ich fand das ekelhaft, ja. Oh, so eigentlich ist Wunderball so schrott. Wunderball ist Quatsch. Eigentlich ist Quatsch. Digga, man leckt 10.000 Jahre daran, dass man irgendwann an einen Kaugummi kommt, der gar nicht so krass schmeckt. Yo, eigentlich ist Wunderball Quatsch. Irgendwann haben Leute verstanden, die nehmen und machen direkt auf Bodenkaugummi. Jo, dann holen die direkt diesen Kaugummi raus. Ja, klar. Wunderball ist richtig ekelhaft. Wunderball bin ich auch ekelhaft. Also ist gar, es ist nicht so aber cool. Aber war habe ich früher echt gerockt, aber... Ist gar nicht so cool eigentlich. Eigentlich echt nicht, ja. Toffifee, guck, Toffifee, zu Toffifee sag ich dir jetzt eine Sache. Toffifee würde ich mir niemals kaufen, aber wenn es da ist, ich esse das. Ich nicht, aber mach so wie du willst. Ich esse kein Toffifee. Toffifee ist okay. Ist okay, ist cool, kann man machen. Ja, mach. Ein paar davon kann man auf jeden Fall snacken, Digga, sag ich euch ehrlich. Was ist das denn? Bananen, ja. Digga, eklig. Schön. Wow. Das ist so eklig, Digga, müssen wir. Ah, Multi, doch, das ist Multi. Multi ist geil. Multi ist geil von Capri Sonne. Und Coca-Cola ist auf jeden Fall auch geil. Ganz klar. Arizona finde ich so eklig. Die sagen, Arizona ist der größte Quatsch. Boah, ich find Arizona krass. Dieser Tee, Alter, ja, das bockt doch nicht. Arizona finde ich richtiger Quatsch. Arizona mag ich gar nicht, mochte ich nie. Habe war eine lange Zeit richtiger Arizona-Fan. Oh, meine Schwester feiert meine Schwester, auch ja genau, unsere krass. Schwester feiert Arizona auch krass, aber Arizona habe ich mir auch zum Beispiel noch nie gekauft. Ja, mal einfach okay, oder? Weil ich feiere richtig. Echt? Ja. Okay. Aloma kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Die Twix-Getränke und so. Habe ich noch nie getrunken. Ja, nee, ich auch nicht. Würde ich auch nicht probieren. Center Shock ist eigentlich auch, ist Kindheit so, ne? Center Shock, jeder von uns hat schon. Aber an sich war lecker. War schon vielfältig so, es gab schon coole Center Shocks und so. Ja, ist auch Kindheit so. Aber ich würde sagen, geht so einfach. Ich würde auch so sagen, okay. Nein, das ist doch Alk. Ich weiß nicht, das sieht echt aus wie Alk. Ich habe keine Ahnung. Aber, ich weiß nicht. Was ist das? Kenne ich auch nicht, Digga. Weiß ich nicht. Was ist das? Kenne ich auch nicht. Weiß ich nicht. Brausegetränk noch nie getrunken. Bubble Tea auch noch nie getrunken. Ich hab's noch nie getrunken. Glaube ich schon. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben Bubble Tea getrunken, ja. Boah, ich glaube, ich hab schon. Ich hab letztes Mal auch darüber nachgedacht. Ich hab Bubble Tea noch nie getrunken. 100% nicht. Ja, mal auf, ach, kenn ich nicht, weil ich hab keine Ahnung, wie es schmeckt. So, Powerade Blau. Blau über Rot, sag ich euch ehrlich. Weiß nicht, beide feier ich. Wo ihr letztes Mal diese ganze Powerade geholt habt, war geil, Digga. Ich hab echt genossen, diese Powerade zu trinken, ja. Also, Blau ist schon geil. Ist und schmeckt. Robbie Bubble? Robbie Bubble, Legende. Ja, schmeckt aber auch. Digga, mit Robbie Bubble, man hat sich gefühlt wie der König, Digga, wenn man das hatte auf Geburtstag. Ach, ISO Sport ist das? Ja, ISO ballert eigentlich. Nee, überhaupt nicht. ISO? Schöne ballert. Doch, ISO ballert. Egal, Powerade über ISO auf jeden Fall, Digga. Also, ISO ist Quatsch, Bruder. Oh, ISO ist schon krass. ISO ist okay, so geht so. Na, ja, das ist übertrieben. Powerade ist auf jeden Fall über ISO so. So, Robbie Bubble ist geil. Ja, ist geil. Robbie Bubble, Kindheit, Digga. Wenn man durfte damals keinen Alkohol trinken, man hat einfach Robbie Bubble getrunken, Digga. So. Fanta ist auch geil. Fanta geil, safe. Boom. Dieses Auge, boah. Das Auge, ich weiß nicht. Ach, war lecker. Keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß das gar war nicht. War schon okay, war gut, Alter. Ich hab keine Ahnung von diesen Augengeschichten. Sprite, was sagst du? Ist okay. Sprite kann man trinken, ja. Ist okay, ja, zu viel Kohlensäure eigentlich, Alter. Fuck mich richtig ab, aber... Also, Leute, die sagen, Sprite ist richtig geil, ist komisch. Jody, lo. Leute, die sagen, Sprite ist richtig geil, sind komisch, Digga. Sprite ist okay, ist cool. Chips, Chio-Chips, ja, ist schon... Ist auch okay. Die kenn ich gar nicht. Ja, ich kenn die. Ich würde die auch bei okay reinmachen. Chips ist gar nicht mein Ding. KitKat, eigentlich auch geil. Boah, Kika schmeckt mir. Oli Gas und Kat kommt die KitKat. Boah, wegen Freeze. Digga! Es schmeckt oder okay? KitKat ist auch ganz cool, Junge. Was würdet ihr sagen? Wie findet ihr KitKat? Snickers würde ich bei geil machen. Oder schmeckt? Doch, Snickers ist für mich ja Schrott. Nee, du übertreibst. Für mich wäre Snickers bei... Also, ich sag euch ehrlich, für mich ist Snickers krass. Für mich wäre Snickers bei ekelhaft, ne? Nee, safe. Was sagt ihr, Jungs? Snickers ist lecker oder ekelhaft? Snickers ist für mich richtig eklig. Aber mach es wahr, wo du willst. Ich sag dir ehrlich, schmeckt. Snickers ist für mich schmeckt. Doch, schmeckt nicht mal geil. Ist cool, Digga, ist geil. Ist stabil. Also, Knoppers ist auf jeden Fall geil. Ne? Knoppers ist geil, ja. Ist ohne reden, jeder weiß, Knoppers ist... Hanuta ist ekelhaft. Knoppers Riegel ist nochmal andere. Ja, Knoppers Riegel, alles schön und gut, aber Hanuta ekelhaft. Ja, ganz klares auch. Ding.
Hanuta, da kenne ich nichts, Digga. Hanuta mag ich gar nicht. Milka, Nutella habe ich, Dings habe ich auch noch nie gegessen. Aber sowieso geht nichts über Original Nutella. So, ich schwöre, nichts. Nichts geht über Digga, Nutella. Viele haben versucht, links und rechts, aber Digga, nichts ist krasser als originale Nutella. Philadelphia habe ich auch noch nie gegessen. Philadelphia Nutella habe ich noch nie gegessen. Habe ich auch noch nicht. Pickup ist schmeckt. Nee, ist schon geil. Pickup? So normale Pickup ist nicht krass. Schokolade mit Keks. Schokokeks? Schokokeks, ja. Ich weiß nicht. Boah, ist krass, ich kenne das. Das ist richtig krass. Krass? Ja, ja, richtig. Vitals. Knuspermüsli. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht, Digga. Da halte ich mich bedeckt. Ich bedeckt. Nesquik? Keine Ahnung. Keine Ahnung, auch ehrlich. Keine Ahnung, da bin ich auch bedeckt. Müllermilch, geil! Ja. Müllermilch, geil. Manchmal holt meine Mutter einfach, wenn die einkaufen sind, holen die einfach so drei Müllermilch ist geil, Digga, ehrlich. Müllermilch ist geil. Huba-Buba ist okay. Ja, ist okay. Kann man bei Gezo machen, ist okay. Keine Ahnung, ist auch okay. Tofu kenne ich, ist für mich Gezo. Ist okay. Geht so. Ich finde feier diese Konsistenz von den ganzen gar nicht so. Das Legende, Digga, damals, ne? Schon lange nicht mehr getrunken, aber damals war es richtig geil. Ach. Ja, das ist geil. Das ist geil. Boah, dieses Smiley ist geil. Ja. Oh mein Gott, die sind geil. Schon eklig irgendwann, ne? Das tut auch irgendwann weh so, wenn du die ganze Zeit kaust und so. Aber ist schon geil. Ey, das auf jeden Fall. So sieht unsere Tierliste aus, Digga. Was sagt der? Ist okay, ist gut, kann man machen. Oder eklig? Was haben die für Geschmack? Haben wir gute Geschmack oder eher? Ich sage euch ehrlich, ich bin eigentlich zufrieden, ja? Ist bad. Ich sage euch ehrlich, doch cringe. Ihr habt uns gefickt. Ne? Ich sage euch ehrlich, ich bin krass. Ich finde auch heftig. Ich bin krass. Ich stehe hinter diesen allen Sachen, die ab okay sind.